sind wir blöd und verblüfft. So, jetzt haben wir einfach mal den Vogel abgeschossen. Guten Morgen, herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Heute ist der 1. Mai. Wir haben nicht getanzt. Wir haben nicht getanzt. Doch, gestern haben wir getanzt. Aber mein Mann hat Rücken. Heute ist mal wieder so ein Tag, wo keiner so richtig weiß, was er machen soll. Selbst die Hunde sind dämlich heute. Na, nicht nur heute. Also, wir haben jetzt so überlegt, da wir ja relativ eingeschränkt sind, Mit unseren, was will er? Was er will? Was er will. Er versucht gerade bei Obi anzurufen. Zum dritten Mal. Obi macht dann so ungefähr. Oh, guck mal, ich habe wieder. Geweih. Ein Geweih. Das Gehirn. Die lassen 10 Minuten ihr Band durchlaufen und dann legen sie auf. Das Gehirn bin. Ja. Das wusste ich noch nicht. Ja, jetzt habe ich wieder viel geredet und ich wollte sagen, heute ist wieder, der macht mich nervös, dieser Mann macht mich einfach nervös. Ja, wir wollen nämlich was kaufen für den Club Number 5. So, kannst du mal erzählen? Ja, ich wollte aber eigentlich sagen, dass heute wieder so ein Samstag ist, wo keiner so richtig weiß, was er machen soll. Und wir haben jetzt überlegt, dass wir filmen, wie wir so nichts machen. Also im Endeffekt machen wir ja was, aber nicht so richtig. Also wir wissen nicht so richtig, selbst das Reden fällt heute schwer. Erik hat jetzt, ich zeige jetzt mal meinem Mann, wie er da steht. Er hat nämlich Rücken. Sieht aus, als ob ich in die Hose gekackt habe, aber ich habe total das Rücken. Das könnte natürlich durchaus sein, dass das dazugekommen ist. Nee. Nee, gut. Ich probiere jetzt den Baumarkt anzurufen, weil ich heute die Tür abholen will, aber die melden sich einfach nicht. Die melden sich nicht. Die wollen nichts verkaufen. Ja. Haben sie halt einfach Pech. Ja, aber wir müssen die Tür da kaufen, weil ich nämlich da ganz viele Prozente kriege. So, ja. Und wenn wir die Tür dann heute noch kriegen und es ist dann nicht so spät und das Wetter spielt mit, dann würden wir die vielleicht sogar heute noch reinschmeißen. Einschmeißen vor allen Dingen. Ja, genau. Außerdem ziehen wir uns jetzt mal an. Also nicht, dass wir jetzt nackig rumlaufen, aber wir wollen uns jetzt mal ein Höschen anziehen und dann mal auf den Markt fahren, um ein bisschen fürs Wochenende einzukaufen, ein bisschen Fleisch und... Und dann fahren wir nochmal in einen großen Lebensmitteldiscounter. Hört sich geil an, oder? Lebensmitteldiscounter. Ein Inkaufladen. Ja, ein Inkaufladen. Und kaufen unser Wocheneinkauf ein. Und dann hoffen wir mal, dass wir die Tür heute noch irgendwie kriegen. Guck mal, da ist er. Hier die Hunde, die haben auch totale Macke. Ja, jetzt hören sie auf. Mach weiter, DJ. Fast. Wo ist die Molly? Molly hatte gestern Geburtstag, ist im Übrigen 8 Jahre alt geworden. Herzlichen Glückwunsch nochmal an dich. Happy Birthday to you. Da legt sie sich gleich wieder auf den Rücken. Ja, toter Hund, genau. Jo, ich würde nehmen sagen... Wir mit? Wen, die Hunde? Nee, die Leute. Ja, die. Wir nehmen euch mit. Zum Inkaufen, wie wir Nordhessen sagen. Wir nehmen euch mit in unseren langweiligen Samstag. Aua. So, untenrum haben wir uns angesoren, wa? Und jetzt gehen wir mal auf den Markt. Wie ist denn so das Wetter da draußen? Doof. Oh oh, es regnet. Es regnet. So eine Scheiße. Braucht auch kein Mensch. Oh, es ist aber frisch. Es ist frisch. Ah ja, hinter uns wird schön gebaut, das können wir ja mal zeigen. Wie man das da hinten sehen kann, ein Bauwagen, nein, zwei. Eine Menge Erde und eine Mauer. Und die Höhe der Mauer wird auch quasi die Ebene des Hauses, nein, da kommt noch eine Bodenplatte drauf. Ja. Und dann kriegen wir da einen riesen Bunker hingesetzt. Also zweistöckig. Ja, wir freuen uns schon. Unsere neuen Nachbarn sind aber super lieb. Also, wir wollten eigentlich Krieg mit den neuen Nachbarn anfangen, aber die sind nett, aber nicht machen. Nein, wir wollten keinen Krieg anfangen.
Nein, die sind sehr, sehr nett. Also da freuen wir uns schon drauf, aber es ist halt blöd, wenn man dann im Garten sitzt. Wir sitzen sowieso schon wie auf dem Präsentierteller bei uns und naja, jetzt haben wir dann auch noch so ein fettes Haus vor Augen. So, es regnet und wir fahren jetzt mal auf den Markt. Macht man auch bei dem Wetter. Sind wir blöd und verblüht. So, jetzt haben wir einfach mal den Vogel abgeschossen. Ich habe es noch so schön gesagt am Anfang des Videos. Wir fahren Richtung Markt hier und wundern uns, dass das Aldi zu hat. Heute ist der 1. Mai. Hast du vorhin noch gesagt? Ich habe es vorhin noch gesagt, heute ist der 1. Mai. Wir haben nichts angekauft. Auch schön, dass der Obi-Baumarkt auch gar nicht reingehen kann. Oh mein Gott. Ja, jetzt werden wir einfach gnadenlos verhungern. Ah, ich hab genug, das reicht noch für 14 Tage, was ich mit dran hab. Jetzt müssen wir gucken, gibt's vielleicht irgendeinen Hofladen oder sowas? Weil das ist ja 1. Mai, hat ja nichts auf. Ja, guck mal. Jetzt müssen wir mal Straßenrand. Wir können irgendeiner Biomülltonne noch eine Ahle Gurke finden. Oh nein, wir haben so viel auf unserem Einkaufszettel. Ich habe das nicht auf dem Schirm gehabt, dass der 1. Mai Feiertag ist. Überhaupt, dass wir den 1. Mai haben, habe ich überhaupt... Scheiße. Ja, so. Jetzt können wir mal gucken, ob wir irgendwelche Mülltonnen finden, die wir auch durchwühlen können. Alter. Wie doof sind wir eigentlich? Aber so richtig doof. Sind irgendwo Hofladen? Ich wundere mich schon, warum das hier alles so ausgestorben ist. Die Straßen sind leer. Es gibt ja Lieferservices. Ja, aber für Low Carb halt auch irgendwie nicht so, ne? Nee. Mist. So ein Mist. Scheiße. So eine Kacke. Bist du blöd, Alter? Wir sind so blöd. Und du hast gestern noch gesagt, du kaufst nicht so viel ein, weil wir können ja morgen noch einkaufen. Ja. Na, hurra. Aber ja, beide nicht dran gedacht. Ja, dann weiß ich auch nicht. Das ist mit Gras. Aha. Haben wir weder was zum Essen, noch haben wir eine Tür. Oh, ist das furchtbar. Hier stehen LKWs, vielleicht sollten wir die einfach mal überfallen, aber das sind ja auch keine Lebensmittel-LKWs. Nicht so richtig. Wir fahren mal ein bisschen über die Dörfer, würde ich sagen, und gucken mal, ob wir nicht noch irgendwo mal so einen Hofladen finden. Gibt ja so einige, wo zufällig jemand draußen den Vorplatz fegt und mal sagen, ah, wir bräuchten ja unbedingt ab dann etwas. Also wir halten euch auf dem Laufenden, glaube ich. So, wir haben jetzt einen, heißt das auch Regiomat gefunden? Ist halt egal. Da gibt es zumindest jetzt Eier, zwar kein Bio, aber Freilandeier immerhin. Käse sehe ich, Wurst sehe ich. Dreh doch mal rum das Ding, das kannst du selber gucken. Ach ja, richtig, kann ich ja umdrehen. So. Kann man das jetzt so sehen? Ja, komm, dieser Bereich wird videoüberwacht. Wir stehen jetzt mal, ach, das ist doch so peinlich, so peinlich. Leckerchen hier. Ja, wir nehmen Eier mit. Wechselautomaten. Was soll ich denn nehmen? Produkt wählen. Na, immerhin. So, erstmal Kohle drin da. Das ist ja doof. So, was kosten denn die? Oh, sind die teuer. Wenn du nichts hast. Meine Güte. Wir haben aber... So, und jetzt ist das wie bei den typischen Automaten. Das bleibt jetzt bestimmt stecken. Guck mal, die werfen die runter. Die geht... 10 Eier werden aber jetzt verreichen. Na, nicht, wenn wir Brot backen müssen, ne? Wie viele Eier haben wir denn noch? Ich weiß es gar nicht. 10 auf alle Fälle. Ich habe auch eine Menge reingeschickt. Ihr werdet es nicht für möglich halten, wir haben Gemüse bekommen. Hooray! Mein Mann hatte eine Idee und wir haben telefoniert und wir haben tatsächlich und auch noch richtig, richtig gutes Gemüse. Natürlich jetzt nicht so günstig wie im Supermarkt, aber ich zeige euch mal. Gutes. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das drauf habe auf der Kamera. Ha, Gott sei Dank, das Wochenende ist gerettet. Jetzt fahren wir nochmal an den Bahnhof. Da ist nämlich ein Rossmann. Und da werden wir nochmal gucken, was wir noch so finden.
Wir wollten eh den Rossmann, können wir da einfahren. Vielleicht kriegt man da ja auch noch. Nee, ich wollte eigentlich zu DM. Nee, ist egal. Also nein, vielleicht kriegt man da. Nein, es ist nicht. Aber vielleicht findet man auch noch was. Und dann werden wir nicht verhungern. Gott sei Dank. Oh, Gott sei Dank. Ich habe schon nach dem Rezept vom Baumrinde geköchelt geguckt, aber war mir nicht. Also es gibt auch noch gute Menschen auf dieser Welt, die uns nicht verhungern lassen. Gott sei Dank. Ja, wir sind wieder zu Hause. Wir haben jetzt trotz Feiertag alles bekommen, was wir wollten. Wir waren auch noch mal bei Rossmann. Bis auf Milch. Ja, stimmt, Milch haben wir nicht. Aber wir haben schon gesehen, dass es auch Milchautomaten in unserer Nähe gibt. Ja, was wir noch ganz, ganz dringend loswerden möchten, wieder mal einen großen Dank, und zwar an diese Personen, die uns finanziell so tatkräftig unterstützt haben, was unser Bauvorhaben so betrifft. Ja, das sind einmal Sabine und Klaus. Die Karin. Der Daniel. Die Familie K. Der Samir. Der Florian. Und der Günther. Mit H. Ja, ich glaube, er wird mit H geschrieben. Also Günther, falls du nicht mit H geschrieben wirst, sorry. Aber herzlichen, herzlichen Dank an euch. Vielen, vielen Dank. Ihr seid dafür verantwortlich, dass wir immer weitermachen können. Und ja, wir freuen uns auf jeden Fall für eure... Oder nein, wir freuen uns... Wir freuen uns... Über eure finanzielle Unterstützung zum Ausbau des Club Number 5. Genau. Ja, unser Tag endet jetzt quasi schon fast hier, obwohl wir... Wir gehen ins Bett? Nein, wir gehen nicht ins Bett. Obwohl wir erst 13 Uhr haben, aber wir hatten ja irgendwie vor, eine Tür zu kaufen und eventuell auch einzubauen. Das ist so krank, ne? Also... Am 1. Mai bei Obi anzurufen, 25 Mal und sich dann auch noch drüber beschweren, warum... kein Mensch an dieses scheiß Telefon geht und ich permanent aus der Leitung rausgeschmissen werde. Ja, das ist mal wieder so typisch für uns. Ja, wir sind halt kleine Raffnicks. Der Chaos-Tees. Ja. Aber also bestellt ist er, holen wir sie nächste Woche. Nächste Woche wird Tür eingebaut. Genau. Ja, dann wünschen wir euch hier an dieser Stelle eine schöne Woche. Ich glaube nicht, dass bei uns jetzt noch sonderlich viel passiert, oder? Man kann ja nichts machen. Nö. Und wenn, hängen wir es hinten dran ans Video. Ganz genau. Einfach. Also falls noch was hinten dran kommt, dann ja. Ist es so. Ansonsten. Ja, abonniert unseren Kanal hier unten, drückt die Glocke, einen Daumen nach oben und ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche an dieser Stelle wieder. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Thank you.